Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Guild Wars 2. In ja. den letzten Folgen haben wir uns tapfersterweise durch die Adventure Box gekämpft. Zumindest, ich glaube, zwei Level haben wir geschafft. Jetzt machen wir die lebendige Geschichte weiter. Und da hat uns, wo war das? Ridlock war das. Nach Holbrack geschickt, um Knut Weißbär eine Botschaft zu überbringen. Wir haben ja beobachtet, dass er einen Sohn hat, offenbar. Der hat Ridlock um Hilfe gebeten bei einem Problem. Ridlock hat aber die Hände voll mit anderen Sachen. Und an wem bleibt das dann mal wieder hängen? An uns natürlich. Denn ja. wir sind Helden. Dann wollen wir die Herren mal aufsuchen. Dumm-di-dumm-di-di, tralala und hopsasa. Kann das sein, dass das zwei überlappende Bilder waren? Ich nicht gleich das Falsche gedrückt habe? Na, werden wir sehen gleich. Ich sehe dich aber hier bei uns mit drin. Hat also alles funktioniert. Ah, super. Und Instanz resettet. Nicht nach Holbrack verlassen. Dann wollen wir doch mal sehen, was es mit der Sache auf sich hat. Ich muss etwas erledigen. Ich kann nicht reden, sagt er. Seid gegrüßt. Mhm. Mögen die Geister der Wildnis über euch wachen. Schön, euch hier zu sehen. Vielleicht nicht später. Es geht irgendwie nicht los, kann das sein? Ja. Ich glaube, da hat das mit dem Instanzresetten nicht ganz funktioniert. Wir müssen nochmal raus, nochmal rein. Ich brauche ja nur ein paar von. Talarian, du hast das schon, oder? Ja, dann gehen wir anders von euch. Genau, dann bleib du einfach draußen. Ja, ich weiß ja wohin, dann gehe ich schon mal vor, ja. Ja, du hast ja genau das Ladescreen-Problem. So, sind alle wieder in Holbrack? Ja. Gut, dann jetzt nächster Versuch. So, ist das ein anderes Bild auch oder sieht das nur so aus? Schnell! Für mich sah das jetzt so aus wie vorher, wenn ich mich nicht irre. Ich brauche ja nur ein paar vom Wolfsrudel in Klippheim. Schaufler und Flammenschar brennen unsere Hütten nieder. Das weiß ich wohl. Wer schlau ist, flieht von dort und kommt hierher, wo man ihn schützen kann. Wer schlau ist? Ihr meint, wer verwundet und halb tot ist. Die Starken kämpfen und sterben. Tut mir leid, ich kann keinen entbehren. Vielleicht könnten andere euch helfen. Was ist mit euch, Herr? Braham, ihr müsst hierbleiben in Holbrack. Die Leute in Klippheim werden... Nein! Kauert ihr nur weiter an euren Feuern. Ich fülle jetzt meine Vorräte und gehe meine Leute holen. Ich wollte nicht... Und mit meine Leute meint er uns. Mein Sohn. Also muss ich jetzt sehe die Ehrlichkeit. Er ist so störrisch wie ihr. Macht gibt mir Recht. Moment steht bitte, ja. Ich habe hier gerade noch den Leuten zugehört. Ja, ich auch. So. Recht mit Braham. Ah ja, dann wollen wir mal mit ihm sprechen. Zurück. Seid ihr auch soweit? Ja. Ist das egal, wer das tut? Ich glaube, ja. müssen wir alle machen. Mhm. Ich werde helfen, habe ich ihm gesagt. Und wir sehen uns dort. Anerkennung. Und dann bekomme ich... An den Toren von Schroffstetten. Rechts gab es dann wieder so ein Achievement quasi. Mhm. Richtung Holbrack verlassen. Und ich nehme an, wenn wir hier rausgehen, kriegen wir nochmal eine Mail. Die uns ja. informiert. Genau. Ich bin noch nicht so weit. Ich weiß, aber trotzdem kann ich ja schon mal sagen, dass ich die Mail habe. Da steht drin, es werden Jäger gesucht, die Jagd auf die Flammenlegion und die Schaufler machen möchten.
bla bla bla, Schroffstätten, bla bla bla, helfende Hand, Braham Ersson. Und da kann man sich auch anzeigen lassen, wo das ist. Aber das wissen wir ja schon. Da sind wir ja vor ein paar Folgen dran vorbeigewandert. Okay. Und ich sage, in diesem Falle sollten wir mal hin teleportieren, denn Talarian ist ja schon da. Lasst euch Zeit. Ihr braucht's. Ich hab's. Nein, keine Sorge. Wir teleportieren uns in die Wandererhügel. Ich bin unterwegs. Ihr da, kommt her. Die schneebedeckten Wandererhügel. Ihr da, kommt her. Meint er mich? Der sagt die ganze Zeit, ihr da, kommt her. Was möchte er denn von mir? Da kommen wieder Char, brauchen Hilfe. Zeigt mir wo. Ach, da hinten ist ein Uvent. Aber das kann ich jetzt natürlich gerade nicht machen. Oh, ein Schwarzlöwenhändler. Da kann ich hier mal mein mühsam zusammen erspartes. Das ist ja nett. Abholen. Aha. Ganze 5 Silber und 84 Kupferstücke. Bin ich reich oder bin ich reich? Lass mich zurück, ich sag dazu nichts. 14 Silber ist auch nicht das meiste, aber immerhin. Gold wahrscheinlich. Gold hat, glaube ich, Haslo. Der ja, weiß, eben. Wie man Geld macht. Eben, ja. Eben. So, ich habe nur 2 Gold. Och. Auf dem. Wie viel hab du bei dir trägst, nicht wahr? Mit mir trage ich 8 Gold und 35 Silber. So, jetzt lass uns mal nicht lange in der Kälte rumstehen, sonst frieren mir die Ohren ab und das ist doch sehr unangenehm. Aha, Ragnars. Möchtet ihr weiterreisen? Das das? Genau, da möchten wir hinreisen. Hier da, kommt her. Oh, das sieht nach Kloppe aus. Schroffstätten ist auch wild entschlossen und jung. Ich glaube, Schroffstätten ist der Ort hier. Sohn von Ea und der heißt Braham. Natürlich, natürlich. Aber es ist so witzig, dass das da drunter steht. Oh, die Musikuntermalung, ihr hört sie. Ja, es wird spannend werden. So ähnlich wie die Geschichte an der Brutstätte. So, ich nehme ich doch da. Mal. Ja, Talarian ist sicherlich auch gleich bei uns. Das schaffe ich. Das ist ja richtig spannend. Ich rieche Rauch. Wir müssen los, meine Freunde. Oh, er rennt los. Talarian, wie sieht's aus bei dir? Ich bin da. Wunderbar. Er hat das Tor aufgeprügelt. Ich wechsle mal auf meine Feuereinstimmung. Nein, nicht schon wieder in Angriff. Nein, ich ertrage das nicht. Was sind das für böse Kreaturen? Schaufler und Char vereint zu einer Angriffsstreitmacht des feurigen Grauens der Unterwelt. Aber ich frage mich ja schon, was hat das zu bedeuten? Warum verbünden sich Schaufler und Flammenlegion? Das sind ja nun eigentlich auch nicht unbedingt Freunde. Ne, das ist schon erstaunlich. Gut, dass das vorbei ist, sagt er, aber ich habe das Gefühl, es ist noch lange nicht vorbei. Feuerregen sollte das Ganze. Ein Meteorschauer nennt sich hier der Feuerregen. Aus irgendeinem Grund nenne ich den immer Feuerregen. Bei euch sieht alles gut aus.
keine super. Probleme. Sehr schön. Wo kommt die nächste Angriffswelle? Habt ihr was erspäht? Die doch Flüchtlinge... nicht heil mal Braham. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wenn er mal stehen bleiben würde, könnte ich da das hinten brauchen. Gibt's doch schon. Ach, was auf die Ohren. Die da, ne? Ja. Jo. Nein! Zustand wird besser. Einige Turbulenzen kommen auf sie zu. So sieht's nämlich aus, Kollegen. Verteilen aber ordentlich Blutungen. Nervig. Da kommen noch mehr, Vorsicht, ich dachte, wir haben die jetzt befreit, aber solange hier noch die Angriffswellen kommen, sind die armen Bewohner in diesem Käfig der Flammen eingesperrt. Mit ungewissem Schicksal. Bram kriegt Heal. Und sie sind frei. Lauf! Da hinten ist noch ein Feuerkreis. Ach, die lassen sich gar nicht heilen. Das ist ja schade. Da hinten, ich bin unterwegs. Lauf! Bringt euch in Sicherheit! Nein, wir brauchen uns nicht in Sicherheit bringen. Hier sind die Armee. Keinen sicheren Ort als in unserer Nähe. Na gut, Ratasum, aber ansonsten nur in unserer Nähe. Ihr seid frei! Oder auch nicht. Komm mal, Leute. Ja. Die haben sich da oben auf der Treppe versteckt. Kann ich euch irgendwie noch unterstützen, heilen oder ich weiß nicht was? Ja, jetzt gerade läuft das. Ach nee, jetzt habe ich eine abgeschüttelt. Gut, dann heile ich mich selber, weil ich sehe gerade, ich kann Heilung gebrauchen. Da oben steht noch einer. Talarian. Und der da ist auch noch. So, Belda, hier kommt ein heilender, kühlender Regen. Und wir haben sie vertrieben. Ihr seid frei, gerettete Dorfbewohnerin. Oh, dann Junge. Der Ärmste. So, helft Braham. Okay, wir bleiben an ihm dran. Wo will er hin? In die heilige Höhlen. In die heiligen Höhlen. Und ich bin sicher, dieses kleine Gatter wird uns nicht lange aufhalten. Denn Braham ist wütend. Braham ist zornig. Und Braham hat einen Schlüssel. Ich habe keine Ahnung. Oh, das sind diese akustischen Periskope wieder, die wir auch schon an der Brutstätte hatten. Ui, Haslo, du hast dir aber da eine Menge Freunde angelacht. Oh, kommst aber gut mit denen zurecht, wa? Hier hast du trotzdem mal einen Heal. Nur pro forma. Wir müssen das Gebiet verteidigen. Ich
schade, dass sie nicht auf dem Haufen stehen. Das käme meinen Flächenangriffen ja sehr gelegen.